Zurück zur Globus-Manufaktur. Dort kommt jetzt die sogenannte Handkaschiererin ins Spiel. Mona Mumani ist eine von ganz wenigen Frauen in Europa, die diese Disziplin noch beherrschen. Mit der Hand die Falten auf der Kugel wegkaschieren. Mit simplem Tapetenkleister hat Mona das Papier dehnbar gemacht. Jetzt wird sie es damit auch auf der Kugel fixieren. In der Regel dauert es 2 Jahre, bis eine Handkaschiererin gelernt hat, wie man die Glaskugel faltenfrei mit der Weltkarte bezieht. Deshalb wird hier die Tradition der Manufaktur auch gewahrt. Mit dem letzten Segment ist der Globus aber noch lange nicht fertig. Bei Licht betrachtet fällt auf, die Zuschneiderin hat immer auf einer Seite jedes Segments einen halben Zentimeter Überhang gelassen. Doch das Papier wäre noch viel zu empfindlich. Ein Yachtlack bringt Haltbarkeit und Glanz.